Hello again und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prick Funtime. Heute mit dem zweiten Magazin bzw. ersten Magazin. Vorhin habe ich schon das Lego Ninjago Comic Ausgabe Nummer 55 vorgestellt in einem Video. Und jetzt möchte ich euch noch die Lego City, also das Lego City Magazin, Ausgabe Nummer 52, ist für 4,99 Euro erschienen. Wir bekommen als Extra zwei Lego-Figuren. Ein Polizist und eine Gaunerin. Und dazu bekommen wir noch eine Harry Potter Karte. Nummer 37. Womit ich persönlich jetzt nicht viel anfangen kann. Muss ich mal sagen, wie es ist. Das Extra gefällt mir auf jeden Fall mega cool. Und ich glaube, es ist die perfekte Zeitschrift für jedes Kind, weil wir bekommen einfach zwei Minifiguren. Jedes Kind liebt Polizisten, muss man einfach sagen, wie es ist. Einen passenden Gauner, ein Geldautomat mit zwei Geldscheinen sogar und diesem coolen, bedruckten Stein. Also ich finde das Extra jetzt schon cool, ohne es mir näher angeguckt zu haben. Dazu bekommen wir wieder ein Poster, tolle Rätsel, Comics und jede Menge andere tolle Sachen, denen wir uns jetzt erstmal angucken im Magazin. Das Magazin ist befreit von dem Extra und der Harry Potter Karte. Wie gesagt, ich persönlich kann damit nichts anfangen, weil es ist jetzt so ein Stickeralbum. Und aus dem Alter bin ich persönlich raus. Klar habe ich auch mal ein Stickeralbum gehabt, so mit 5, 6. Ist jetzt nicht meins. Mir wäre es lieber, sie würden eine eigene Magazinreihe rausbringen mit tollen Extras von Harry Potter. Finde ich auf jeden Fall cooler als jetzt so ein Stickeralbum. So sieht das Ganze dann aus, ohne Extra, ohne Harry Potter Karte. Ich würde sagen, wir schauen, blättern ein wenig in der Zeitschrift rum. Vorne haben wir Inhaltsverzeichnis, hier nochmal Werbung für die aktuellen City Sets. Wer meine Videos kennt, weiß, ich tue das meiste überspringen. Ich möchte euch ja nicht zu viel spoilern. Wir haben in diesem Magazin zwei von den sogenannten Steckbriefen. Einmal von der Steffi Stibitzer. Auf jeden Fall mal ein cooler Name. Hier haben wir noch mal was zum Ausmalen. Anleitung. Hier haben wir dann von dem Duke den Steckbrief. Und jetzt kommen wir mal zu den beiliegenden Poster. Also ist ja ein Wendeposter. Muss man hier immer betonen. Was reinkriegen. Auch ein Titel dabei, ziemlich beste Freunde. So, hier sehen wir halt links Polizisten, Polizeihund auch dabei. Oben noch ein Hubschrauber am Rumfliegen. Da sieht man ihn. Rechts natürlich dann die Steffin mit einer Gaunerbande. Auf jeden Fall cool gemacht, auch so farblich getrennt. Die beiden aneinanderlehnend. Auf jeden Fall cool aus für ein City-Poster. Alles unter Kontrolle. Der Duke, mit Unterschrift sogar. Und natürlich seiner Sonnenbrille, die er ja immer anhat. Auf jeden Fall beide cool gemacht. Nochmal Werbung für das Abo. Jetzt würde ich sagen, überspringen wir auch den ganzen Rest. Und schauen. Benny Challenge, okay. Kommen wir mal zu dem, was in dem nächsten Magazin los sein wird. Ausgabe erscheint dann ab dem 2. Mai, wird geschaufelt und geplättet. Bekommen wir auch wieder zwei Minifiguren, Bauarbeiterteam mit Ausrüstung, insgesamt 19 Teile. Sieht auf jeden Fall mal cool und spannend aus und ich glaube, so wie Polizisten, Gauner kann man auch nie genug Bauarbeiter haben. Auf die freue ich mich auch schon. Dann kommen wir mal zum Extra. Fangen wir einmal kurz mit dem Geldautomaten an. Ich muss einfach sagen, an Einfachheit ist er ja eigentlich nicht zu überbieten. Wir haben unten eine Platte, dann haben wir einen grauen Briefkasten. Obendrauf nochmal ein bedruckter Stein.
natürlich passend zum Geldautomaten. Oben nochmal einen grünen Stein oben drauf. Dazu gibt es zwei Geldscheine. Dann kommen wir zum Duke. Normale graue Hose. Der Torso ist bedruckt, vorne wie hinten. Ein normaler Polizeidruck. Zudem hat er ein Wendegesicht. Einmal mit Sonnenbrille, einmal ohne. Ein cooles Haarteil und kriegt noch Handschellen dabei. Dann kommen wir zur Steffi. Sie hat eine schwarze Hose. So ein Gefängnis. Torso hat sie vorne mit einer individuellen bedruckten Nummer. Hinten auch nochmal die vorne schwarz-weiße Streifen aufgedruckt. Sie hat leider nur ein Gesichtsausdruck dabei, aber auf jeden Fall cool gemacht. Zudem noch ein Haarteil in Blond und eine Brechstange in Rot. Lego City Magazin Nummer 52. Erschienen ist das Ganze für 4,99 Euro. Als Extra haben wir zum einen die zwei Figuren mit dem Geldautomat, dazu noch zwei Geldscheine und eine Harry Potter Karte. Die glitzert auf jeden Fall schön und ist eigentlich auch cool gemacht. Kann man einfach nur zufrieden sein für die 4,99 Euro, die man ausgeben muss für das Magazin. Ich finde es wieder klasse. Was haltet ihr an sich von dem kompletten Lego City Magazin? Speziell jetzt auch bei dieser Ausgabe. Was sagt ihr zur nächsten Ausgabe? Schreibt es mir einfach in den Kommentaren. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr diesen Kanal auch gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Horgi.